Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Irgendwie passt das sehr gut zusammen. Findet ihr nicht? Sollte ich das jetzt immer so nennen? Auf jeden Fall habt ihr es euch so oft in den Kommentaren gewünscht, dass ich wieder Brookhaven spiele. Und euer Wunsch sei mir Befehl, wir werden wieder so eine Art 24-Stunden-Challenge darin machen, ein cooles Haus uns gönnen und schauen, was so passiert. Vor allem zur Geisterstunde und Dämonenstunde, also um 0 Uhr und 3 Uhr, passiert da irgendwas Unheimliches, Mysteriöses, Seltsames. Wir finden es auf jeden Fall heraus. Wenn ihr gerne mehr von solchen Brookhaven-Videos sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ich dachte mir, ich werde wieder 5 von euch auf meine Freundesliste in Roblox tun. Deswegen lasst gerne einen netten Kommentar da mit eurem Roblox-Namen, wenn ich euch adden soll. Vielleicht habt ihr ja Glück und landet das nächste Mal auf meiner Freundesliste. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. So Leute, und willkommen in meinem Haus. Ich habe mir jetzt schon meine Hütte hier gebaut und zwar eine XXL-Hütte, Leute. Ey, das ist so ein cooles Haus. Das schauen wir uns gleich mal zusammen erstmal an. Ich mache euch eine Roomtour hier in Baggys Haus. Aber ich glaube, in Realität wäre mein Haus ein bisschen bunter. Weil was ist das? Das ist so dark hier. Aber erstmal was frühstücken. Das ist das Wichtigste, Leute. Ohne Frühstück geht gar nichts. Was haben wir diesmal denn hier? Oh mein Gott, das war voll laut. ist es dasselbe wie beim letzten Mal? Wir haben hier Reese's Pieces. Wir haben Coca-Cola. Oh mein Gott. Hier dürfen wir mal ungesund uns was reinpfeifen. Ich möchte jetzt keine Cola mehr, ich möchte Pizza. Nom, 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 nom. Pizza zum Frühstück vom Vortag. Jetzt erstmal Hände waschen, weil wir haben ja gerade gegessen. Wie viel Blubberblasen bitte? Aber es sieht mindestens in Realität bei mir genauso aus. So, und wir haben es jetzt schon 12 Uhr. Was? Habe ich so lange gegessen? Seid ihr jemand, der lange frühstückt oder kurz frühstückt? Auf jeden Fall ist das die fette Küche hier. Offen. Also sorgt dafür, dass es ordentlich stinkt, wenn wir kochen. Brookhaven Zahnärzte. 1800 jetzt weinen. Oh, eine oh, ist das süß. Auf jeden Fall können wir hier auch... Kaminfeuer anmachen, das ist nice. Ich liebe Kamine. Das ist so gemütlich. Und ich frage mich ernsthaft... Alter, was geht hier ab? Alter, was ist da bitte vor meinem Haus los? Oh mein Gott, zum Glück habe ich abgeschlossen. Leute, ich kann euch nicht helfen. Wenn ich jetzt die Tür öffne, kommt der rein. Alter, seht ihr ihn? Was hier für Drama, bitte? Ich wollte gerade sagen, was passiert bitte um 3 Uhr nachts? Und dieser Boss hier steht einfach mal bewaffnet vor meinem Haus. Als ob ich ihn reinlasse. Es tut mir leid, Leute, aber so nicht. Ey, wir haben einen Garten hier zu Hause. Voll nice. Was haben wir hier? Ein Lichtschalter? Ja, machen wir mal das Licht aus. Jetzt sieht es sehr düster hier aus. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wird hier irgendwas Seltsames noch passieren, außer jetzt ein bewaffneter Krimineller vor meiner Haustür? Alter, was macht er? Der macht mir Angst. Oh, Polizei? Also, der sieht mir nicht so aus wie ein Polizist. Ah, jetzt dampft er wieder ab. Sag mir nicht, der will hier reinfahren. Du kommst hier nicht in mein Haus. Hier ist das Badezimmer. Die fette Dusche. Auf jeden Fall gehen wir mal in den Lift hier. Tschüss, Leute. Ich bin oben. Erste Etage. Hier haben wir eine Chill-Ecke. Und ein Computer. Können wir hier zocken? Ein Schwein? Ah, wir können chatten. Shoppen. Brookhaven Bank. Okay, sehr interessant. Reicht dann auch. Ich würde sagen, das Schlafzimmer gefällt mir am meisten. Wir machen erstmal hier ein bisschen Kamin an. Stimmung. Hier spielt jemand Klingelstreiche. Was ist los hier? Leute, ich wollte zum Whirlpool, aber ich kann nicht in diese Etage, weil wenn ich jetzt das Schloss aufmache, kommen alle rein. Alle Bösewichte auch, die nicht reinkommen sollen. Mal gucken. Wenn wir die Kamera... Da. Ist der Bösewicht noch da? Ich kann es gar nicht genau sehen. Ja, er ist noch da. Sowas von. Ey, wir können Staub saugen? Hui. Was? Mein Haus brennt. Ah! Mein Haus fackelt ab. Nein. Ganz normaler Tag in Brookhaven. Ganz normal, Leute. Jemand ist in unser Haus eingebrochen. Was ist los hier? Die kommen hier einfach in mein Haus rein. Alle Mann jetzt, oder was? Hallo? Oh, es ist die Feuerwehr. Habt ihr euch bei der Feuerwehr gemeldet und jetzt seid ihr bei mir hier zu Hause. Aber danke, dass ihr mir hilft. Das ist sehr nett von euch, aber ihr seid einfach in mein Haus gekommen. Leute, was ist das hier? Hier ist nicht takt offene Tür. Was ist das? Man
Stalker und hier rein und raus gehen. Jetzt werde ich auch noch verfolgt. Ich habe einen Stalker in meinem Haus. Okay, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, außer jetzt die Tür zu öffnen und abzuhauen. Die Bude fackelt ab, aber egal. Wir gehen jetzt hier raus. Ich habe es jetzt geöffnet. Jetzt bin ich draußen, Leute. So, schnell wieder zumachen. Und ja, mein Bett brennt da unten. Aber jetzt kann ich das erste Mal hier zum Whirlpool. Einfach mal chillen. Mein Haus brennt ab und ich habe meine Ruhe hier. Nicht mein Problem. Ich habe ja die Feuerleute im Haus, ne? Die Feuerwehr. Zumindest gibt sie sich aus, die Feuerwehr zu sein. Was haben wir hier? Können wir uns noch einen Burger grillen? Ist irgendwas explodiert? Hallo? Alter, ich höre hier Schüsse. Ich höre irgendwas explodieren und kaputt gehen. Mein Haus fackelt ab. Noch schlimmer geht's nicht. Da bin ich mal wieder bei Brookhaven und das ist einfach nur noch unnormal. Kann man bitte jemand das hier löschen für mich? Was macht ihr da unten? Gerade eben haben die noch Feuer gelöscht und jetzt macht es keiner mehr, oder was? Ist ja nicht so, dass es mein Haus ist. Aber ja gut. Leute, seht ihr das, was ich sehe? Da hinten beobachtet mich jemand. Kann das sein? Was macht da jemand oben auf dem Dach der Polizeistation? Ich höre gerade einen Feuerlöscher. Falsches Feuer, Leute. Bitte hier hochkommen. Moment, gibt es hier nicht irgendwie ein Fernglas? Ich habe, glaube ich, gerade ein Fernglas gesehen. Oh mein Gott, Leute, da ist Wednesday! Sie beobachtet mich und sie sieht gar nicht freundlich aus. Oh mein Gott, sie springt. Ich habe Angst. Sie beobachtet mich und steht einfach mal auf dem Dach. Muss ich Angst haben? Alter, die beobachtet mich wirklich. Leute, ich habe meine Figur zurücksetzen lassen. Jetzt sehe ich sie. Hier direkt! Auf der Polizeistation. Oh mein Gott. Moment, ich gehe mal zu ihr hin. Ich höre hier voll die Partymusik. Yeah! Mein Haus ist mir jetzt egal, Leute. Wednesday? Wie kann die so schnell verschwinden? Wie geht das? Hallo? Wednesday? Wo ist sie hin? Hä? Sie ist einfach weg. Leute, es ist fast 3 Uhr und sie ist weg. Da rennt sie. Moment, ich muss sie verfolgen, Leute. Oh mein Gott, wo ist sie? Da! Hallo, Wednesday! Wo geht sie hin? Mein Gott, Leute, ich habe eine Idee. Wir werden mal Wednesday verfolgen mit einer Drohne. Ich meine, es gibt hier noch eine Drohne. Da habe ich sie besser im Blick. Was macht sie wohl? Oh mein Gott, es ist so spannend. Ich weiß auch nicht. Meint ihr, sie hat auch ein Haus hier? Ich schaue nachher mal. Ich habe sie gefunden, Leute. Ich habe sie gefunden. Hier, die Drohne. Und die nehmen wir jetzt und gucken mal, ob wir sie finden. Los geht's. Woo! Ich glaube, keiner rechnet damit, dass ich mit einer Drohne unterwegs bin. Wo ist Wednesday? Ich sehe gerade das Motel. Wo war sie denn? Zuletzt in der Nähe vom Friedhof, oder? Ist das das Haus von Wednesday hier? Das Schwarze? Das wird auf jeden Fall zu ihr passen. Ich gucke jetzt gerade hier rum. Wir haben hier den Airport. Da hinten ist der Stall. Meint ihr, sie ist da? Hier ist der Spielplatz. Ist sie hier irgendwo? Alter Schwede, dieses Ding ist so laut. Also in Real Life würdest du das garantiert hören. Oh mein Gott. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier ist sie nicht. Ich meine, vorhin ist sie in Richtung irgendwie Friedhof gelaufen oder das daneben irgendwie. Ah, hier ist der Friedhof. No way, die ist hier. Hört ihr, die lummert da rum. Oh mein Gott. Sie ist uns tatsächlich hier gelaufen. Wir haben sie. Wir haben sie. Sie rennt auf dem Friedhof hin und her. Zwischen den Grabsteinen. Wednesday ist auf dem Friedhof. Warte, hat sie sich hinterm Baum versteckt? Digga, ich sehe dich. Ich sehe dich. Da ist sie. Was tut sie da? Oh mein Gott, sie läuft mit einer Schaufel rum. Sie hebt ein Grab aus. Oh, für wen bitte? Oh mein Gott, ich sehe dich. Ich sehe dich, Wednesday. Was macht sie da? Komme ich immer weiter runter? Kann das sein? Oh mein Gott. Da. Man sieht sie. Oh mein Gott, ich bin fast abgestürzt. Ich glaube, wir landen gleich. Leute, wir landen gleich. Ich habe sie erwischt. Hier. Oh mein Gott. Da ist auch noch jemand aus Team Becky. Was tut sie da? Ich habe Angst. Es ist 7 Uhr morgens und sie schaufelt da anscheinend seit 3 Uhr. Rest in peace, Alter. Das ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Warum versammeln wir uns eigentlich hier gerade auf dem Friedhof? Let me out. Ah, ich bin in ein Grab gefallen. Was war das denn? Seit wann ist hier ein Grab? Oh mein Gott. Ist Wednesday schuld? War sie das? Alter, hier ist einfach mal ein Sarg. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Grab ist. Okay, Wednesday, du machst mir ein bisschen Angst. War das ihr Haus hier? Wo hatte sie ihr Haus? Hier habe ich doch irgend so ein schwarzes Haus gesehen. Hat sie kein Haus mehr? Also mein Haus ist völlige Katastrophe. Warte, sie läuft einfach mal zu meinem Haus. No way, was ist hier los? Was ist hier los? Alter, die ist in meinem Haus. Was ist hier passiert?
Hä? Was ist hier? Ich verstehe gar nichts mehr, Team Becky. Ich hab dich abonniert. Dankeschön, Leute. Das ist Support hier. Das ist sogar mehr als 24 Stunden. Alter, wer sprengt mein Haus hier? Aber wo hatte Wednesday ihr Haus? Oder ist sie gar nicht mehr da? Ist Wednesday noch da? Wednesday, wo bist du? Ganz Team Becky läuft mir hinterher. Ich glaube, wir haben Wednesdays Haus gefunden. Boom, boom, boom. Oh mein Gott, das ist es. Das muss es sein. Was passiert hier? Ist ihr Haus auf? Ey, ist es offen? Oh mein Gott, hier haben wir den Sarg. Oh, hier ist es so spooky drin. Das ist Wednesday. Hallo, Wednesday. Wir schauen mal hier oben. Ja, es sieht voll nach Wednesday aus. Also wenn Wednesday ein Haus hätte in Brookhaven, dann auf jeden Fall das hier. Wie wir einfach mal durch Wednesdays Haus gehen. Wir sind einfach mal nicht besser. Vor allem ganz Team Becky hier. Hier könnten wir eigentlich eine Übernachtungsparty bei Wednesday machen. Dann hört man noch sympathische Geräusche, dass hier irgendwie das gesamte Haus gesprengt wird. Sehr nice. Wednesday, dein Haus macht mir Angst. Es ist anscheinend irgendwie verflucht. Was machst du hier die ganze Zeit? Ach, du machst das in deinem eigenen Haus? Das ist ein bisschen weird, ne? Wednesday ist echt... Ich geh lieber raus. Die sprengt ihr eigenes Haus in die Luft. Ist es normal, dass sie genau hier ihr Haus hat? In dem Gebiet? Ich glaube nicht. Okay, das macht mir Angst. Alter, das macht sie extra, oder? Die hasst uns! Wednesday, fahr auf uns und verfolgt uns! Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe, ich schaffe es noch, irgendwie Wednesday zu entkommen. Sie hat irgendwie ganz böse Absichten gerade. Also ich weiß nicht, was sie gerade gegen uns hat, aber sie hat ein Auge auf uns geworfen, Leute. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dann.